Hat einer von deinen Freunden vielleicht den Kopf verloren, Vaughn? Ich hab da was. Oh Mann, das ist meine Kriegslotstelle direkt ins VR-Konstrukt. Ich würde ja selber reingehen, aber das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand zerlegt meinen Körper in Moleküle. Ich bin mehr so der analoge Typ. Es überrascht mich schon, dass die KDK VR benutzen, aber das Zeug... ...und leben dort. Ist aber schon komisch. Die meisten besuchen Welten, die vor 7 Jahren gemacht wurden. Die Kalypso! Hast du Todessehnsucht? Ich sehne mich nach... Fleischraum wieder zusammen. Ich brauche meine Brunette in einem Stück wieder. Ach übrigens, beim Hochladen sind bestimmt ihre Kunstzeit. Du wirst sie finden müssen, damit du ihr sagen kannst, wer sie ist, wenn sie aufwacht. Erinnerungsfragment 1. Was? Ich? Unser Vollidiotenchef Vaughn hat endlich was kapiert und mich zur neuen Kriegslord-Stellvertreterin der Sonnenklopper ernannt. Hat sich massig Zeit gelassen, Stellvertreter Hirni zu ersetzen. Als der mit einem Bauchklatscher in einer beschissenen Säuregrube landete. Haha, der wusste, wie man feiert. Vaughn ist schon okay, aber er ist kein Hirn. Gut, dass ich noch ein paar Spielzeuge aufbewahrt habe. Ihr wirkt jetzt echt lang. Zeit, hier auszubrechen. Nein, kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh.
Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Pfoten weg von meiner Gefangenen! Eine schicke Überraschungsparty schmeißen. Und dann ging alles mächtig schief. Das ist total abgedreht. Ich dreh durch. Du musst mich hier rausbringen. Was für ein irrer Albtraum. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Weg! Du lebst! Ich meine, im Prinzip? Er redet mit mir. Hey, Vaughn. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Die KDK sind total kaputt. Wir wollten uns anschließen und was machen die? Sie töten und foltern uns. In der Reihenfolge. Ich werde jetzt wohl ziemlich brutal zu dir sein müssen, Weg. Das werden mindestens 100 Entschuldigungsliegestütze. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wir haben einen neuen Clan. Es leben die Crimson Raiders. Crimson Raiders? Ja, damit kann ich leben. Ey, solange du die Liegestützen machst. Oh, hey. Du hast mein verfluchtes Leben gerettet. Hier, ich hab mir in dieser endlosen digitalen Hölle diese krasse Kanone geschnappt. Sie gehört dir. Das ist peinlich. Oh, komm schon. Ich meine, ich wollte immer mehr Zeit für...